Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen angeblichen Mittwochmorgen. Heute ist natürlich ein keltischer Dienstagmorgen und heute ist auch nicht der 28.09.2022, wie es im Kalender steht, sondern der 6. Tag des 7. Monats im Jahr 1740 und vor uns liegt wieder ein leichteres Horoskop und zwar der Übergang der Venus von der Jungfrau, wo sie im Fall stand, in die Venus, in die Waage, wo sie im Domizil ist. Und zwar findet dieser Übergang im 11. Haus statt, wobei Venus die Herrscherin des 12. Hauses und des 7. Hauses ist. Interessante Dinge sind geschehen und zwar haben wir hier sehr, sehr freundlich. Also es war sehr, sehr nett. Wir wurden definitiv gewarnt, bitte passt auf, macht euch da sozusagen schlau oder was auch immer, trefft Vorkehrungsmaßnahmen. Der Bock als Gärtner hat eine Postkarte geschickt und interessanterweise ist, dass große Dankbarkeit aus Polen übermittelt wurde sozusagen für das Ereignis bei Nord Stream 1 und Nord Stream 2, also es ist wunderbar gelaufen, die Aktion. Man kann hier eigentlich nur Lob in den höchsten Tönen aussprechen. Und dieser Typus nennt sich Sikorsky MH60S. Und es wurden wieder Verschwörungsgerüchte verbreitet, dass 6 Exemplare dieses Hubschraubers entlang der Pipelines entdeckt und gesichtet wurden. Also sehr merkwürdige Dinge, die hier geschehen. Natürlich hat das überhaupt nichts damit zu tun. Ja, und man soll solchen bösartigen Verschwörungstheorien keinerlei Glauben schenken. Das sind Zufälle. Man muss an den Zufall glauben. Und ich würde sagen, wir glauben wieder an die Zahlen, welche uns hier eine klare Botschaft übermitteln. Und ich würde sagen, die Zahlen sind heute so eindeutig, dass wir uns beinahe die neue Zahlenreihe ersparen können. Denn die alte Zahlenreihe, ja, ich würde sagen, bezüglich des Horoskopthemas Venus Ingress Waage ist ein Volltreffer, also ein Volltreffer nach dem anderen. Und zwar haben wir die Gefühlszahlen 29, dann die nächste Gefühlszahl 38, dann die doppelte 40, wieder eine Gefühlszahl, gut, die 42 ist ein bisschen, steht für intensivere Gefühle, die 44, die Rosamunde Pilcher-Zahl, wenn ich mich richtig erinnere, und dann noch als letzte Zahl die Quersumme 8, die dann für die Venus steht, würde ich sagen, ganz eindeutiger Sieger des Tages für morgen, den falschen Tag, aber trotzdem, die Zahlen sind beeindruckend. Die 29 an erster Stelle ist eine Abhängigkeit von Partnerschaften, das heißt, hier ist das Karma sehr stark in der Liebe verankert, ungestillte Liebessehnsucht, Triebhaftigkeit, man klammert am Partner, ist oft unterwürfig, es kommt auch zu Obdachlosen und leider auch Obdachlosigkeit und leider auch zu Misshandlungen aller Art, also eine sehr schwere Zahl. Die 38 ist die Zahl der, naja, wie sagt man, die Blutdruckzahl. Ja, es ist die Blutdruckzahl und hier geht es darum, dass man rasant sozusagen Gefühle zum Ausdruck bringt, deswegen, das sollen auch die Blitze hier darstellen. Man spielt eine Rolle und natürlich ist man dann entsprechend wütend, wenn in die Karten geblickt wird und hier soll man eben lernen, über die eigenen Gefühle zu sprechen. Aber das ist etwas, was sich sehr leicht sagt, denn wir wurden ja dahingehend konditioniert, unsere Gefühle zu unterdrücken. Ich habe da in den letzten Tagen ein bisschen, glaube ich, drüber geschwurbelt, aber bitte, wenn du dich der Videos entsinnst von Norbert Klein, glaube ich, sein Künstlername ist Gopal. Die 40 gleich doppelter Kuschelhammer. Kuschelhammer schlägt wieder zu und er schlägt gnadenlos zu. Er hat eine knallharte Rechte und wir sehen großartige Entwicklungen. Also hier kann man nur sagen, Karl, du bist ein absolutes Genie. Also das Geld für Heizen und Essen reicht nicht mehr aus. Er schaut auf die Volksgesundheit, wie es noch nie jemand getan hat. Kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Und hier haben wir eine traumhafte Entwicklung. Das heißt, endlich ist sie da. Es hat lange gedauert. Wir haben schon so sehr große Sehnsucht danach entwickelt. Endlich ist sie gekommen. Die CO2-Steuer, die Gerechtigkeit auf diesem Planeten wieder zurückbringt. Und man kann nur sagen, ja,
In Österreich, ich weiß nicht, ob du weißt, was das in Österreich heißt, Grainer, ja, also das heißt grün übersetzt. Ich meine, jeder, der ein bisschen also Wienerisch kann und so weiter, wird das übersetzen können. Also großartige Entwicklungen. Ich würde sagen, die Freude in der Bevölkerung steigt ständig und es ist auch verständlich. Ja. Bei so viel kompetenter Sachpolitik kann man nur sagen, alle Achtung. Also hier hat man wirklich, ja, hier hat man wirklich die Hand am Puls der Bevölkerung und man weiß wirklich, was die Menschen wollen, was sie wünschen. Aber vielleicht gibt es dann wieder irgendeine Bonuszahlung, die wir dann uns über Umwegen um das Dreifache wieder bezahlen werden dürfen. Also hier kann man nur von verantwortungsvoller, genialer Politik sprechen. Wir haben hier in der 40 vergessen, dazu zu sagen, der Kuschelhammer ist sehr charmant, sehr nett, sehr freundlich. Wir sollten aber nie übersehen, dass hier ein Vierer dahinter steckt. Auf jeden Fall wird der morgige Tag laut alter Zahlenreihe emotional sehr aufgeladen sein. Und es kann auch, ja, die 42 große schwarzmagische Zahl nicht zu übersehen. Und hier holt man sich Liebe mit Zwang, man kann mit Liebe erdrücken. Und das ist natürlich wieder eine Emotionszahl, wieder eine Gefühlszahl. Also interessant, dass sozusagen, naja, bis jetzt sind alle Zahlen der alten Zahlenreihe auf Gefühlsbasis und das trifft das Thema, würde ich sagen, Punkt, genau. Die 44 steht für die unglücklich Liebenden, aber wie es halt bei Rosamunde Pilcher immer üblich ist, es gibt das heiß ersehnte Happy End, also keine Sorge, morgen sollte alles gut gehen und hier trifft man dann letztendlich den Partner vom Kosmos, wunderbar, also was soll man dazu noch sagen, ein UFO ist gelandet und ja, genießen einfach den morgigen Tag, genießen, denn es ist ein Venustag, alte Zahlenreihe, Quersumme 8, die steht für die Venus und da ist auch die Gerechtigkeit dahinter. Und naja, ich weiß nicht, ob die Wurst eckig ist und oder rund und der Zwieback eckig ist, wie es auch immer ist. Ich würde sagen, wir springen in die neue Zahlenreihe. Und von der neuen Zahlenreihe bin ich vielleicht ein wenig enttäuscht, habe mir zu viel erwartet, aber was die alte Zahlenreihe hier vorgelegt hat, das ist nicht mehr zu toppen, weil ja die Gefühlszahlen jetzt alle ausgegangen sind. Die sind schon weg, also die sind schon alle vergeben. Die neun Zahlen lauten 7 und 7 ist 14, 15 und 7 ist 22. Daraus resultieren die doppelte 26, also so irgendwie überhaupt nicht auf der Linie. Denn die 7, ja, die 7 steht für Ki, also den Planeten Erde, hinter den 7 Bergen. Damit ist gemeint gewesen, hinter den 7 Planeten, also von Pluto rechnend beginnend. Und ist eine gute Zahl. Also das heißt, wenn man sich anstrengt, dann hat man sozusagen auch, dann hat man auch Erfolg. Also ist eine, wie sagt man, beruhigend. Also ohne Fleiß kein Preis. Mündet dann in die 14. Im Gegensatz zur raumfüllenden 42 nimmt sich die 14 doch eher zurück. Die neue Zahlenreihe weist auf einen fleißigen, auf einen arbeitsamen Tag hin. Gut, ich meine, das ist jetzt nicht unangenehm und die 15 weist wieder auf große Gefühle, auf große Intensität. Das kommt schon wieder in den Bereich der Gefühlszahlen, also hier übertreibt die neue Zahlenreihe vielleicht ein bisschen und natürlich steht die 15 auch für große Machtausübung, auch über Sexualität, ähnlich der 42. Die 22, eine Meisterzahl, die ich gerne als den Narren bezeichnet habe. Bei allen Viererzahlen geht es halt darum, dass man sich zu sehr um andere kümmert und dass man mehr auf sich selber achten sollte. Das heißt, lieber selber etwas in der Aktivität tun, als anderen Vorschriften zu machen. Sie hätten es nicht getan. Also hier ein klarer Lernauftrag für morgen. Aber wie gesagt, die 7 und die 14 zeigen uns schon die Marschrichtung. Die 26, wenn ich richtig gerechnet habe, als die letzte Zahl, die 5. und 6. Zahl. Hier geht es darum, man wollte es sich leicht machen, muss aber jetzt alles selber machen und das unterstreicht, würde ich sagen, nur die Aussage der 14, der 7. Also das heißt, die neue Zahlenreihe sieht hier einen arbeitsreichen Tag, aber auch sie endet in der 8. Auch sie weist auf die Venus hin, aber wegen der starken Phalanx an Gefühlszahlen, würde ich sagen, ist die alte Zahlenreihe doch eindeutig die bessere Zahlenreihe. Ich habe hier, aha, das ist wieder, ja, da muss man hier und da anstoppeln und abstoppeln. Also wie gesagt, großartige Entwicklungen und ich habe hier noch etwas, ich habe hier noch etwas herausgesucht. War das hier, glaube ich,
war das hier. Und zwar steht hier eindeutig, also jetzt wissen wir es, warum. Es sind erstmals mehr als 84 Millionen Einwohner. Ich dachte, wir hätten schon längst über 100 Millionen, aber so kann man sich täuschen. Wurscht. Aber hier steht, wegen der Ukraine-Flüchtlinge. Also wir wissen, es sind die Ukraine-Flüchtlinge. Ich habe es mir nicht gedacht, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich habe eher gedacht, ich meine, das ist mein primitives, kleinliches, dümmliches Denken. Ich habe gedacht, eher seit 2015 die Flutung. Aber nein, nein, es sind die Ukraine-Flüchtlinge. Also das heißt, man lernt niemals aus. Und ich würde sagen, wir springen in den zweiten Teil und schauen uns einmal an, was die Venus hier als Herrscherin des 7. und des 12. Hauses so im 11. Haus anrichten kann. Und naja, schauen wir es uns an. Ende.